Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GT Online, und die neue Eventwoche ist draußen vom Valentinstag, die Eventwoche. Eher zurzeit noch sehr enttäuschend, aber ja, wir wissen ja nicht, vielleicht kommt ja noch Freitag oder Samstag oder vielleicht Sonntag zum Valentinstag selber noch was Besseres raus. Eventuell die Pantherstatue, aber gut, soll jetzt zurzeit ja noch nicht existieren, die Pantherstatue. Wir gehen jetzt auf jeden Fall als allererstes ins Casino und schauen mal, was es hier Feines gibt zum Gewinnen. Mal schauen, ob wir das Auto gewinnen, und dann zeige ich euch auch, um welches Auto es sich da handelt. Es könnte sein, es könnte wirklich sein. Nein, es... Ach, naja, aber fast. Es war schon richtig knapp, ne? Weil es zum Gewinn hätte diesen schönen... Ach, lasst mich doch mal durch hier, ne? Wieder am Bier trinken und nicht den Weg frei machen. Das mag ich schon so. Und zwar den Dominator GTX hätte es zum Gewinn gegeben. Ich meine, wenn man ihn gratis bekommt, warum nicht? Kann man sich ja mal gönnen, sonst braucht man ihn eigentlich nicht. Und dann schauen wir mal weiter, was es so an Zeitrennen gibt. Elektrizitätswerk, Zeitvorgabe 1 Minute 26 ist das aktuelle Zeitrennen. Und ich habe es auch für euch schon abgefilmt. Ein kleiner Ausschnitt kommt jetzt gleich mal vorab. Einfach ein bisschen beim Verkehr darauf achten, nicht zu crashen. Aber das ist ja, daher wir Motorrad haben, wesentlich einfacher. Hier kommt jetzt eine Stelle, ich habe sie extra mal mit gelben Pfeilen markiert. Hier müssen wir durch. Hier, bevor es wieder bergab geht, einmal kurz ein bisschen vom Gas runtergehen und abbremsen, dass wir nicht zu schnell sind. Ja. Dann haben wir noch das RC Bandito Zeitrennen, Vespucci Beach, von einer Zeitvorgabe 2 Minuten 5. Ist ein relativ entspanntes, leichtes Rennen, aber auch das habe ich schon mal abgefilmt, und vorab gibt es schon mal einen kleinen Geschmack für euch. Ich bin heute mal das RC Bandito Zeitrennen. Nicht zu schnell fahren, also wirklich lieber zu langsam fahren, und dann schafft man das eigentlich wirklich relativ easy. Der Baum, eine Frau, Baumfrau, ja, alles hier am Start. Und das aktuelle Premium-Rennen von der Eventwoche heißt Von den Sternen in die Gosse. Aber bei, ach nee, jetzt haben wir den Start sogar irgendwie hier vermasselt, ne? Aber egal, das macht nichts. Jetzt hier ein bisschen vorsichtig. Aha. Ja, da hat er sich irgendwie verfahren, ne? Da hat er sich verfahren. Vielleicht kennt er die Strecke noch nicht so gut. Ich bin es ja schon... Einmal bin ich schon gefahren, ne. Also ich bin schon 3-4 Mal gefahren zum Üben. Und ja, ist für die Motorradklasse, ist jetzt nicht so mein Geschmack, wie ihr ja wisst. Ich bin mehr so der Autofan. Aber dann kommen wir doch jetzt auch gleich mal zu den Doppelt- oder beziehungsweise Dreifach-Geldmethoden. Einmal bei Team Deathmatch vor die Schrotflinte gelaufen, gibt mal 3 und mal 3 RP. Ja, das war's mal von Team Deathmatch. Und dann gibt es noch bei Gegnermodus, bei Bunker bis der Tod entscheidet, bei Raketenbasis ebenfalls bis der Tod entscheidet, und auf die ganzen Gegnermodien bis der Tod entscheidet bekommen wir auch ebenfalls nochmal mal 3 RP und mal 3 Dollar. Ist eher sehr eine magere Eventwoche, finde ich. Ja, gut, man kann ja nicht jede Eventwoche so gut sein, sage ich mal, wie die Woche davor war. Weil die war ja schon wirklich sehr stark mit den 50% mehr Beute beim Caio Perico, heißt. Fand ich schon relativ, ja, ich würde mal sagen, ganz schön ordentlich gut. Ob jetzt aber noch die Pantherstatue kommt, was meine Meinung ist, ich meine, wissen tun wir es ja nicht, wissen können wir es nicht. Aber ich könnte mir dennoch vorstellen, dass die Pantherstatue ja eventuell wirklich dann Sonntag kommen könnte für einen einzigen Tag. Ich bin mal gespannt, ob sie dann eben 1,9 Millionen wert ist, was ja sehr viel wäre. Und vor allem, ob wir sie dann nur die Pantherstatue bekommen oder ob wir dann nur mit Glück die Pantherstatue bekommen. Da bin ich dann auch gespannt, weil dann wäre die Pantherstatue ja weniger wert wie letzte Woche der Rubin mit 50% mehr Beute. Der war ja dann bei 1,95 Millionen, und ja, das wäre dann irgendwie trotzdem ein bisschen enttäuschend, aber ja, ich meine, ist ja jetzt nichts Neues von Rockstar, dass man auch mal enttäuscht wird, man wird mal positiv überrascht, mal wird man enttäuscht, ist halt einfach so, ich meine, das, ja, gehört halt einfach so irgendwie zu Rockstar dazu, aber das soll jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Eventwoche gewesen sein. Das Relevante habe ich euch mal gezeigt. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, haut rein, euer Duzi, und ciao.